Spielsachen über Spielsachen türmten sich bis zum 16. Dezember im Autohaus Hugo Pfohe in Schwerin. Der reiche Fundus war das Ergebnis der alljährlichen Sammelaktion des Autohauses zugunsten der Tafel Schwerin. Dabei überlassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden dem Autohaus über Wochen verschiedenstes Spielzeug. Am 16. Dezember wurde die Sammlung dann feierlich den bei der Tafel betreuten Kindern übergeben. Bei Hagenow in Zapel verbirgt sich ein kleines, aber feines Atelier mit großem künstlerischen Wert. Das Atelier Martina Kriedel. Seit 22 Jahren ist sie als freischaffende Künstlerin mit eigenem Atelier, Kunstwerkstatt und Marionettentheater tätig. Die Marionetten baut sie selbst in aufwendiger Handarbeit. Von der Idee bis zur fertigen Puppe gehören viele Arbeitsschritte. Nach und nach füllte sich am 18. Dezember die große Bauernhoftenne des Golchener Hofs nahe Sternberg mit zahlreichen Gästen. Sie alle kamen von den Tafeln der Region, sind dort ehrenamtlich tätig oder nehmen Leistungen in Anspruch. An diesem sonnigen Sonntag in der Vorweihnachtszeit waren sie zu einem gemeinsamen Essen auf das idyllisch gelegene Landgut eingeladen. Ein Buch im Handumdrehen wieder zurückgegeben. So einfach ist die automatische Rückgabe von sämtlichen Medien in der Stadtbibliothek Schwerin seit dem 20. Dezember in der Hauptbibliothek im Chlörisgang. Der Rückgabeautomat scannt blitzschnell die eingebauten Chips zur Identifizierung. 110.000 Medien wurden dafür vom Personal der Stadtbibliothek per Hand mit den Chips ausgestattet. 160.000 Euro hat die Investition insgesamt gekostet. Am 21. Dezember wurde in der Ecolea Internationalen Schule Schwerin abgestimmt. Aber nicht etwa über die Schulleitung oder Vertrauenslehrer oder Lehrerin. Die Wahl war der Höhepunkt einer Aktion aus dem Sozialkundeunterricht. In deren Rahmen hatten die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen einen Wahlkampf simuliert. So sollten sie das politische System Deutschlands verinnerlichen.